Fuchs. Links. Immer noch links. Ein bisschen zu weit, aber im Bedrängnis hat er da vielleicht auch den freien Mann nicht erkannt. Einmal mittendurch. Passt. Und dann ist der Passweg zu richtig. Muss er noch einmal den Haken. Er hat zu GRK-Zeiten auch entsprechend strapaziert, kennt er bestens. Schön gespielt. Kinast für Stammfest. Und René auch fast die Chance auf. Und gemacht. Stammfest. Und Volley, 25 Meter, René Aufhauser, Mann, der ja heuer deutlich mehr eigentlich. Amadou Shaibu, der Teamchef von Nigeria, seine vierte Amtszeit, Olympiasieger. Da kommt der Stammel, passt, aber Standfest da zu bringen. Standfest. Schön abgelegt, hinaus. 1-0. Ja, so macht man sich beliebt, nicht nur bei den Fans, auch in seinem Notizblock. Roman Kinast, 1-0, und wie schön war das herausgespielt, abgelegt und abgeschlossen. Standfest. Ah, super, Linz legt den kurz und uneigennützig ab für Roman Kinast, perfekt, und der trifft auch noch herrlich. Oh, fast dran mit den Fingerspitzen. Vielleicht nicht hundertprozentig unhaltbar, aber sehr, sehr schwer zu parieren. Guter Schuss von Roman Kinast. Sechstes. Jakubu, das hat er schön gemacht. Und 1-1. Der andere Uche, Kalu Uche. In solche Situationen darf man die athletisch starken Afrikaner nicht verstecken. Das war vom Ausschuss vom Keeper aus. Stand mit dem schlechten Kopfball weg. Und dann Pogatetz einen halben Meter zu spät. Dann ist Kalu Uche da schnell am Ball. Und alles sauber, ja, ja, keine Diskussion. Bringt den Ball noch an Macho vorbei. Und damit 1-1. 19. Spielminute. Das ist bei Mohamed. Ivan Schitz. Und Aufhauser. Aber gut so. Das sind die Szenen, die wir auch brauchen bei der Europameisterschaft. Ein René Aufhauser, der versuchen muss, im Strafraum bei den Standards seine Kopfballstärke auszuspielen. Doch dafür ist Nigeria ein guter Gegner, denn Taimo tankt sich da durch. Hey, wo steht denn der völlig frei? Da geht die Fahne hoch gegen den jüngeren Uche, gegen Ike Uche. Richtig. Haben noch sie ihre liebe Mühe, vielleicht ja auch mit den Temperaturen. Und er zieht auf und davon. Mächtiger Antritt, ganz, ganz mächtiger Antritt. Victor, Nigeria richtig eingerollt. Jakubu und Macho. Ungemein gefährlicher und antrittsschneller Stürmer, dieser Jakubu. So,
dann war es eigentlich, glaube ich, auch abseits. Denn standfest schießt Icke Uche an und von dem springt der Ball dann auf den im Abseits schon befindlichen Jakubu. Aber gut hier, Macho. Gut getimt, geht da nicht zu früh in die Knie. Waren auch die Hände ein bisschen oben, so als Schutzhands. Und das wäre auch ein Handspiel. Stand fest. Ivancic. Geht noch, stand fest. Pogatet, bisschen im Zurücklaufen, gut. Wichtig, dass man dazwischen wieder den einen oder anderen guten Angriff einstreut hier. Also zeigt, dass er auch ein exzellenter Fußballer ist. Nigerias Keeper Dele Ayenukba. Das ist eine Viertelstunde. Noch einmal diese knappe Einlage, gerade noch so vom Ankinast. Ah, in einer Viertelstunde haben die technisch etwas besseren Nigerianer und auch in puncto Tempo mit deutlichen Vorteilen ausgestatteten Nigerianer hier das Kommando übernommen. Einmal kurz nachschnappen bei Jürgen Macho. Ich glaube, eines auch wichtig, dass dieser Testspielgegner vielleicht gut gewählt war. Hoffer, Patzer Hoffer die Chance. Schöner Haken, macht er das. Oh! Auf Hauser. Gespielt. Jetzt 12 Tage davor muss man noch nicht ganz ausgeruht und voll fit sein. Linz. Samuel, schön. Kockmatz. Und der passt für wieder diese Moment. Dann fast aus dem Stand und Kockmatz kommt über links. Kanu. Säumel. Kockmatz. Aufhauser. Schön gelöst. Bisschen zu weit. Alles nur hier im Freundschaftsspiel. Steht der Kollege einmal einen halben Meter vom Ball, er Platz macht. Ike Uche und dann Vastic. Kockmatz hinten, Stranzl eben, der muss mit nach vorne. Vielleicht noch was aus einer Standardsituation. Gut. Uche
Regen Pogacar, aber da war ein Abseits mit dabei. So oder so, sehr, sehr ordentliche Vorstellung im vorletzten Test. Einmal geht's noch gegen Malta. Das war's hier schon einmal von mir. Besten Dank in Kürze natürlich. Alle Stimmen zum Spiel, alles, was es zu diesem Härtetest gegen Nigeria noch zu sagen und noch einmal aufzuarbeiten. Bis gleich.